Hallo Leute, da sind wir wieder und zwar mit Borderlands 3. Wir wollen zu Wärmeling und zwar befindet sich dieses kleine Hier sollte eine Monster-Mini-Boss-Gedöns Schlägerei Moppets sein. Habe ich sie verpasst? auf Pandora in den Splinterlands. Ihr spawnt hier, lauft hier durch, zack, 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 prügelt euch hier so ein bisschen durch den Zippel und hier spawnt er dann. Der hat die Chance, die Hellshock, eine Pistole, zu droppen und die Tsunami, ein SMG, zu 15% beides zu droppen. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir sie kriegen. 15% klingt viel, aber das heißt trotzdem, dass man es meistens auch 3, 4, 5, 6, 7 Mal machen muss, damit es droppt. Oh, aber da sind gerade drei Sachen bei mir gedroppt. Mal mir ist eine Sache gedroppt, aber ich habe auch wieder das Schluter, das gerade aktiv ist. Ich habe meins auch. Burning Tribolt. Dead ist die Maggie. Und die Super Poison Garnering. Ich habe keine Ahnung. Mein Inventar ist auch voll. Ah, Heine Witzke. Ja, meins auch wieder. Ja. Immer wieder bei Gelegenheit. So, da gab es eine Long Musket. Ich höre dich, Bestie. So, und hier ist es auch gleich schon. Das Biest ist ein bisschen buggy. Wir haben es jetzt auch schon zwei, dreimal gemacht und hatten noch kein Glück. Mal sehen, ob es jetzt anders aussieht. So, mein Shooter war jetzt nicht aktiv. Mal gucken. Eine. Da ist die Tsunami. Ich Da habe haben auch wir eine sie. gekriegt. Ich habe eine Engulfing Shredder gekriegt. Woo! Eine Shredder. Eine Tsunami. Dann schauen wir doch mal. Was hast du, die? Nee, ich hau gerade mal diese Kacke raus, die ich hier nicht gebrauchen kann. Was ist das? Das ist eine Mother 2. Die können wir auch mal zum Zerlegen. Wollte nämlich auch mal die Tsunami mal. Die Sorber räume ich jetzt auch mal weg. Die Shredder behalten wir. Shredder ist gut. Katzen. Ah, ich glaube, ich. Warte Zirkel. mal. Die Tsunami ist doch die, die keine. Das werden wir jetzt probieren. Die selber ist, glaube ich. Oh, die hat aber einen coolen Schuss. Ja. Ich glaube, die Tsunami ist keine Elementarwaffe, aber sie schießt irgendwie elementar. Das war ganz komisch. Ja, ganz nett. Was hast du da gedroppt? Achso. Ist cool, ne? Also müssen wir mal testen. Also auf den ersten Blick echt nicht verkehrt. Muss mal kurz hier ein bisschen. Die Mutant kann ich jetzt auch mal zerlegen. Conference Call behalten wir mal. Log müssen wir auch noch behalten. So. Gut. Also Leute, wer die Tsunami haben möchte, der muss Wärmeling oder E oder was auch immer, also Wärmeling erledigen auf Pandora in den Splinterlands und ja, wie gesagt, Tsunami und die Hailshock. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal Feedback da lassen. Ansonsten seid einfach beim nächsten Mal wieder mit bei. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin.